9.098 Zuschauer waren zu Gast an diesem Mittwochabend hier zum Nachholspieltag Nummer 16 Lausitzer Füchse gegen die Selber Wölfe. Es war das Kellerduell. Der Tabellen 13. war der Gastgeber des Schlusslichts und Selb gerade einmal mit 19 Punkten kommen die definitiv von ihrem letzten Platz nicht mehr weg, wollten aber hier im vierten Aufeinandertreffen der aktuellen Saison gegen die Lausitzer Füchse auf jeden Fall auch mal 3 Punkte mit nach Franken nehmen. Die Lausitzer Füchse bekamen in der ersten Minute bereits den ersten Schuss der Selber Wölfe ab und im Gehäuse heute Nils Völl machte hier eine ordentliche Figur. In der dritten Minute dann durch Böninger die nächste große Möglichkeit. Dafür bekommt er dann aber im Nachgang hier noch eine 2-Minuten-Strafe. Die Lausitzer Füchse konnten daraus in Überzahl allerdings nichts Verwertbares daraus machen. In der achten Minute dann Stefan Döring gleich 2-mal hintereinander, scheitert allerdings am bis dahin hervorragend haltenden Michael Pitzer im Gehäuse unserer Gäste. In der 14. Spielminute hat es dann aber endlich geknappt. Nick Waters saß 2 Minuten auf der Bank für unsere Gäste. Und dann gab es auf Vorlage von Hunter Garland und Robbe Mäkitalo den Pass zu Erik Valentin. Goldrichtig hat er da gestanden im Slot und macht hier das 1:0 in Überzahl. Im ersten Abschnitt war das der einzige Treffer gewesen. Im Mittelabschnitt dann in der 22. Minute eine Riesentat von Nils Wölm, hält er hier seinen Kasten weiterhin sauber. In der 25. Minute dann eine 2-Minuten-Strafe für Moritz Raab von den Lausitzer Füchsen. Und da war es der Pfosten, der hier dem blau-gelben Hausherren die Wäsche rettete. Es blieb weiterhin beim 1:0 für die Gastgeber. In der 31. Minute dann nochmal 2 Riesenchancen für die 91 und die 13. Das heißt, in Persona ausgedrückt, Mäkitalo und Fleischmann scheitern ebenfalls am gegnerischen Torhüter. Und dann ist aber die 33. Minute da und dann gibt es den nächsten Überzahltreffer. Und da macht es Peter Quinn-Wool. Er macht seinen 30. Treffer in der aktuellen Saison und erzielt hier das 2:0 für die Lausitzer Füchse. Im Schlussabschnitt beide Mannschaften immer wieder mit einem großen Auf und Ab. In der 43. Minute ein Big Save durch Nils Völm. Und er hat jetzt hier Lunte gerochen. Er wollte die Null hinten halten. Und die Lausitzer Füchse unterstützten ihn auf dem Eis ordentlich. In der 50. Minute machte allerdings Döring erstmal einen ordentlichen Kracher hier auf Michael Bitzer. Der muss nach vorne prallen lassen. Und den Rebound selbst nimmt sich Döring, bedankt sich und schiebt zum 3:0 ein. Jetzt waren natürlich die Selber Wölfe ordentlich angefressen, haben hier nochmal versucht, irgendetwas auf das Eis zu bekommen. Aber mehr als einen Zweikampf von Gehlke gegen Daniel Fissner gab es nicht. Beide bekamen nochmal eine 2-Minuten-Strafe. Ein bisschen Platz auf dem Eis beim 4-gegen-4. Aber auch da konnten beide Mannschaften nichts mehr draufsetzen. Und somit blieb es hier bei einem 3:0. Und Nils Völm, sein erstes Spiel für die Lausitzer Füchse in der aktuellen Saison, macht hier seinen ersten Shutout. Wird bejubelt von den 13 Feldspielern, die hier mit an diesem Abend auf dem Eis waren. Und damit 3 Punkte endlich einmal wieder für die Lausitzer Füchse im heimischen Fuchsbau.